Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um das Thema Histamin. Ja, Histamin ist für viele ein leidiges Thema tatsächlich. Die Histaminintoleranz oder HIT ist manchen schon ein Begriff. Auch das Thema Mastzellen und Mastzellenaktivierungssyndrom ist für manche Menschen ein Begriff. Was hat es damit auf sich? Was kann man tun? Die Histaminintoleranz hat verschiedene Ursachen. Es gibt grundsätzlich, muss man verstehen, zwei Arten, wie Histamin sich im Körper entwickeln kann. Aber fangen wir erst mal an, was ist Histamin überhaupt? Histamin ist ein Stoff, der wird vom Körper selber hergestellt. Er hat eine biologische sinnvolle Funktion. Es ist ein biogenes Amin und das triggert bestimmte Vorgänge im Körper, die vor allen Dingen wichtig sind, wenn wir ans Immunsystem denken. Wenn ein Infekt, ein Keim, eine Bakterie, ein Virus irgendwo im Körper eingedrungen ist, dann ist es so, dass das Immunsystem mit den großen Blutkörperchen an diese Stellen kommen muss. Und damit das gut funktioniert, müssen an diesen Stellen die Gewebe und die Blutgefäße sich erweitern. Blutgefäße, Kapillargefäße werden also weiter und dann können diese Immunfaktoren durchdringen ins Bindegewebe hinein. Das ist eine lebenswichtige Funktion, ein lebenswichtiger Aspekt. Ohne das hätten wir kein gut funktionierendes Immunsystem an den Stellen, wo wir es brauchen. Das ist soweit auch in Ordnung und ist es dann in der Regel so, dass wenn diese Immungeschichte gelaufen ist, wenn diese Immunfaktoren ihre Arbeit gemacht haben, dann wird das Histamin im Gewebe auch wieder abgebaut. Und jetzt kann es aber Schwierigkeiten geben. Einmal kann es sein, dass diese Histaminausschüttung, die durch die Mastzellen gemacht werden, also das körpereigene Histamin, dass das viel zu stark ausgeschüttet wird. Es kann sein, dass viel zu viel davon ausgeschüttet wird, manchmal auch ohne, dass es einen richtigen Grund gibt. Also ohne, dass wir angegriffen werden von Keimen von außen. Und das hat die Ursache zum einen darin, dass die Mastzellen eventuell ganz einfach durch Toxine überreagieren oder durch Lebensmittelunverträglichkeiten, durch allergische Stoffe überreagieren oder aber auch beeinflusst durch Viren, manchmal Bakterien überreagieren. Das ist das eine, was dazu führen kann. Das heißt, hier finden wir eine Lösung, indem wir die Grundursachen behandeln, sodass die Mastzellen sich wieder normal verhalten können. Ja, Ursachen oder Symptome, die wir dann sehen, tatsächlich sind solche Sachen wie allergische Reaktionen, Asthmaanfälle können passieren, es kann Quaddelbildungen geben, Nesselsucht kann es geben, Schwindel kann es geben. All diese Dinge, Herzrhythmusstörungen, haben zu tun mit Histamin unter Umständen. Es kann auch sein, eine hohe Magensäureproduktion und anderes. Eine zweite große Ursache für eine überschüssige Produktion von Histamin im Körper, Eigenproduktion des Körpers, ist die Halswirbelsäule. Es gibt das Halswirbelsäulensyndrom. Und wenn man das HWS-Syndrom hat, dann ist es so, dass die kleinen Wirbelchen sich mehr bewegen, als sie sich bewegen dürften in der Halswirbelsäule. Das sorgt dafür, dass es einen Druck gibt auf die Nerven und Blutgefäße. Der Körper fühlt sich angegriffen. Und dann stellt er neben dem Stickstoffmonoxid Histamin her in hohen Mengen. Das kann also sein. Manche beschreiben zum Beispiel, immer wenn ich mich hinlege in mein Bett, kriege ich nach kurzer Zeit eine dicke Nase. Also die Schleimhäute schwillen an und ich habe wie Schnupfen, wie eine verstopfte Nase. Es ist gut möglich, dass das eine Allergie sein kann, gegen Milben oder was anderes. Es kann aber auch einfach sein, dass die Halswirbelsäule durch eine falsche Lagerung auf dem Kissen, vielleicht zu hoch, zu niedrig, anfängt zu feuern und dann entsteht viel Histamin und dann kommt es Anschwellen vom Gewebe. Genauso kann es sein, dass das dazu führt, dass Kopfschmerzen entstehen oder Migräne. Also das sind alles so Dinge, die dann mit der Halswirbelsäule zu tun haben können. Das macht Sinn, das natürlich dann auszutesten, entweder mit einem erfahrenen Therapeuten oder indem man es einfach lernt. Das Praxis-Family-System findet man das in ein paar Handgriffen raus, ob es die HWS ist oder nicht. Wenn es die Halswirbelsäule ist, brauchst du dann Maßnahmen, um dieses Gewebe zu entspannen und aber auch um unter Umständen einfach da strukturell eine Verbesserung herzubringen. Das waren die von Körper erzeugten Histaminüberschüsse.
Das Histamin im Körper wird grundsätzlich abgebaut und es ist sinnvoll, das zu unterstützen mit Zink, mit Vitamin C, manchmal mit dem Quercetin, manchmal mit Katechinen aus dem grünen Tee und auch viele Kräuter können das. Wir haben dazu eine Liste erstellt, die kann man in unserer Akademie kostenlos runterladen. Hier unter dem Video findet ihr den Link zur Akademie. Einfach dort reingehen, anmelden und dann habt ihr kostenlosen Zugang zu dieser Liste, wo das alles aufgezählt ist und wie es wirkt, wie es funktioniert. Das ist also eine Möglichkeit, das zu unterstützen, zu supporten. Jetzt gibt es noch eine andere Art von Histaminunverträglichkeit und das ist die Histaminunverträglichkeit mit dem Histamin, das wir von außen aufnehmen. Auch das gibt's. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass wir mit der Nahrung immer Histamin aufnehmen. Viele Nahrungsmittel sind einfach per se histaminhaltig und es gibt manche mit mehr und mit weniger Histamin. Wenn wir Histamin aufnehmen, ist es erstmal überhaupt kein Problem, denn wir haben im Darm ein Enzym, das DAO, DAO, und dieses Enzym sorgt dafür, dass Histamin abgebaut und neutralisiert wird. Dieses Enzym wird in der Darmwand hergestellt und von Darmbakterien. Wenn jetzt meine Darmwand normal funktioniert mit dem Mikrobiom, mit den Darmbakterien, ist es überhaupt kein Problem, dann kann ich gewisse Mengen Histamin einfach und normal vertragen. Es gibt aber natürlich auch den Fall, dass einfach viel zu viel Histamin in den Körper kommt. Das ist zum Beispiel bekannt bei der Fischvergiftung. Fischvergiftung heißt nicht, dass ich einen verschimmelten Fisch gegessen habe, sondern einen Fisch, der zu alt war und der zu viel Histamin erzeugt hat. Das kann man daran erkennen, wenn der Fisch nach Fisch stinkt. Je mehr ein Fisch nach Fisch stinkt, umso mehr Histamin ist da drin. Und das kann sein, dass wenn ich sowas erwischt habe, dass ich dann eine Fischvergiftung bekomme. Also, wenn es zu viel ist, kann man es eh nicht abbauen. Es gibt eine Schwelle, die hat jeder Mensch. Und wenn diese Schwelle überschritten wird, zeigt der Körper diese Histaminvergiftungssymptome mit Übelkeit, Schwindel, Durchfall, Bauchschmerzen, Sodbrennen unter Umständen, Herzrhythmusstörung, Herzrasen und Schwitzen. Diese Dinge können entstehen. Eine zweite Sache, die bei Histamin übrigens entstehen kann, bei beidem Histamin, bei dem von außen und von innen, ist die sogenannte Vigilanz. Das heißt, der Körper kommt nicht zur Ruhe, der kann nicht schlafen. Ihr seid also müde, legt euch ins Bett und schlaft nicht ein. Und das ist auch oft ein Hinweis, dass zu viel Histamin im Körper aktiv ist. Aber zurück zu dem Histamin von außen. Wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist zum einen, wenn es zu viel ist, haben wir schon gehört, zum anderen ist das Problem, wenn die Darmwände oder das Mikrobiom nicht genug Histamin nicht genug DAO herstellen. Und das kann immer dann passieren, wenn die Darmwände belastet sind durch chronische Entzündungen, durch Unverträglichkeiten auf bestimmte Lebensmittel, meistens Gluten und meistens die Milchprodukte. Das kann aber auch passieren, wenn zu viel Giftstoffe in den Darmwänden sich ansammeln, vor allen Dingen Pestizide, Herbizide, also alles, was mit der Nahrung so mitkommt, aber natürlich auch Schwermetalle und Leichtmetalle. Ja, zu den Pestiziden gehört das Glyphosat mit. Also das kann sein, dass das ein Problem ist. Und dann gerät der Darm in eine chronische Entzündung und kann nicht mehr seine Arbeit machen, so wie er es machen müsste. Es kann aber auch sein, dass Elektrosmog vorliegt. Und durch den Elektrosmog einfach die ganze Entwicklung von diesen biogenen Aminen oder beziehungsweise den Enzymen, die das abbauen sollen, gestört wird. Und es kann sein, dass eine Fehlbesiedlung im Darm vorliegt. Einmal durch die ganzen vorher genannten Sachen, die Toxine und diese Elektrosmog und ähnliche Dinge, kann es sein, dass einfach pathogene Keime, Parasiten, Candida oder andere Bakterien einfach überwuchern. Und dann kann auch wieder das DAO nicht richtig hergestellt werden. Also diese ganzen Dinge muss man rausfinden, behandeln. Und dann geht es einem da besser. Und akut ist es einfach wichtig, wenn man diese sogenannte Histaminintoleranz durch Lebensmittel erlebt oder einen Verdacht hat, dass man die Lebensmittel versucht zu meiden. Dazu gehören vor allen Dingen alle Lebensmittel, die in irgendeiner Form durch Reifung weiterentwickelt wurden. Also zum Beispiel Käse oder Salamiwurst oder auch Rotwein. Also all die Dinge, wo ein Reifungsprozess stattgefunden hat. Da ist viel Histamin drin, denn Histamin entsteht immer dann, wenn Lebensmittel älter werden. Also wenn ich zum Beispiel einen Teller voll Essen habe und stelle den in den Kühlschrank und esse den am nächsten Tag, dann kann es sein, dass sich da drin schon ganz viel Histamin entwickelt hat und ich es am Vortag gut vertragen habe, am nächsten Tag überhaupt nicht vertrage. Und dann kann es sein, dass ich solche Histaminsymptome bekomme, Hautausschläge bekomme, Flush-Symptome bekomme und oft weiß man nicht, wo das herkommt. Jetzt weiß man es, das kommt dann von diesen älteren Essen. Das heißt, eine der Grundmaßnahmen, die man machen sollte, wenn man Histaminunverträglichkeit hat oder den Verdacht hat, ist nur noch frisch essen, möglichst pflanzenbasiert, nichts Tierisches mehr,
möglichst kein Alkohol, weil der Alkohol unterstützt den Histamin, behindert den Histaminabbau, unterstützt den Verbleib vom Histamin oder bringt selber viel Histamin mit. Alles Tierische ist in der Regel histaminbelastet. Frische Sachen, frische Kräuter, frisches Gemüse, frisches Obst, immer frisch kochen. Es gibt viele andere Lebensmittel, die auch noch gut geeignet sind. Dafür haben wir auch eine entsprechende Liste fertig gemacht. Die findet ihr zusammen mit der anderen Liste, mit der Unterstützungsliste, findet ihr die in der Akademie, wie schon erwähnt. Also, jeder, der den Verdacht hat, dass er vielleicht histaminunverträglich ist, kann diese Dinge tun und kann versuchen, damit umzugehen. Noch ein wichtiger Aspekt zum Schluss, das DAO braucht unter anderem Kupfer, um gebildet zu werden. Das ist ein kupferhaltiges Enzym. Auch da kann man dran denken, es kann vielleicht sein, dass einfach ein Kupfermangel herrscht. Und bei den meisten von uns herrschen chronisch Mangel an unseren Grundelementen und Spurenelementen, weil wir das einfach kaum noch aufnehmen mit dem Essen und oder weil wir zu viel Sachen haben, die diese guten Sachen binden, wie zum Beispiel Pestizide, wie zum Beispiel das Glyphosat. Glyphosat bindet einfach die guten Mineralien. Und wer konventionell ist, aus dem Supermarkt, hat ganz viel Glyphosat im Körper, im Darm und das bindet alles, was geht. Und dann wird es einfach ausgeschieden und fehlt dem Körper. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ihr erfahrt noch viel mehr, wenn ihr in der Akademie euch diese Listen besorgt. Und ansonsten seid dabei beim Praxis-Family-System, denn dann habt ihr die Chance und seid in der Lage, tatsächlich selber zu testen, was ihr exakt braucht und was ihr machen könnt, damit es euch besser geht. In dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias.